Nanu, wer wurde denn da angeprangert? F. Schmidt, angeprangert wegen Exhibitionismus. War ja klar, wenn man keine Hosen anzieht, ne? Aber ein sehr schönes Design. Falls ihr wissen wollt, wie man so einen Pranger baut, egal ob Vanilla oder in Creative, das seht ihr jetzt. So, angekommen in meiner Testfeld, fangen wir gleich mal an zu bauen. Und zwar bauen wir dem Angeprangerten hier ein Podest. Darauf kommen dann zwei Zäune mit jeweils einem Holzblock, wo ein Itemframe, also ein Bilder, ein Rahmen dran ist, in der weiß gefärbter Lehm kommt. Das soll halt die Hände darstellen. Und dann kommen da noch Schilder ran, damit das so aussieht, als wenn sie gefangen werden, halt in dem Pranger drin. So, nun brauchen wir nur noch einen Rüstungsständer. Also jedenfalls in der Vanilla-Version machen wir den Rüstungsständer hier hin und können ihn dann auch schon anziehen. In meiner Version hat er zwar keine Hose an, aber wir können ihn ja hier in der Hose verpassen. Und dann fehlt halt nur noch ein Kopf. Dann wird das Steve hier schon mal angeprangert. Das war's auch schon von der Vanilla-Version. Aber in meiner Welt habt ihr ja gesehen, da habe ich den etwas anders aufgebaut. Und zwar durch Comments. Das könnt ihr im Survival nicht machen, sofern ihr jetzt Cheats nicht anhabt. Deswegen jetzt die zweite Version mit Comments. Nun sind wir auf der Seite, von der ich gesprochen habe, und zwar haselkern.github.io/minecraft-armorstand/. Also diese Seite werde ich in der Videobeschreibung natürlich verlinken. Und hier habe ich schon mal dargestellt, wie die Figur, also unser F. Schmidt, hier gestanden hat. Ihr könnt natürlich diese Form übernehmen. Ich habe halt ein bisschen rumgespielt mit diesen Reglern hier. Und dort wird hier unten dieser Comment generiert, der aber zu lang ist für den Chat. Deswegen steht hier auch, man muss das in den Comment-Block reinmachen. Und hier kann man halt einstellen mit, von wegen Rotation und so. Und das kopieren wir jetzt und dann gleich wieder in unsere Minecraft-Welt. So, nachdem wir jetzt auf der Seite waren und ihr jetzt den Comment habt, holen wir jetzt uns nur noch einen Comment-Block, und zwar mit /gif, euren Namen, Minecraft Doppelpunkt Comment-Block. Schon bekommt ihr einen Comment-Block. Der wird natürlich dahin gesetzt, wo ihr den Armor Stand spawnen wollt. Dann fügt ihr es ein. Und jetzt machen wir noch eine kleine Korrektur, was man da jetzt auf der Seite nicht machen konnte. Und zwar verrücken wir seine Position etwas, und zwar um 0,5 nach oben und um 0,2 nach vorne. Das habe ich jedenfalls so bei mir gemacht und ich finde das eigentlich ganz in Ordnung so. Nun müssen wir es nur noch betätigen mit einem Knopf, so. Und schon ist diese kleine Figur schon hier vorne, auch mit den Beinen, dass sie so ein bisschen versetzt stehen, und die Arme gehen in die Blöcke hinein, so dass es auch passend zu den Händen hinführt und nicht wie beim normalen Rüstungsständer, dass es anders, also dass gar keine Arme entstehen. Und der Kopf ist nach unten gesenkt, was dazu gut kommt, also was gut passt mit den Köpfen. Da sieht man denn, wie er sich schämt. So, jetzt müssen wir ihn nur noch anziehen. Und wenn wir jetzt ja schon mit Comments arbeiten, dann können wir eigentlich auch jemanden Bekanntes oder, wie wär's mit mir selber? Ja, prangern wir mich mal selbst an. Und zwar mit /gif wieder.
dann euren Namen, Minecraft Doppelpunkt Skull, also diesmal für Kopf halt, dann eine Leerzeile, 1, Leerzeile 3 und noch eine Leerzeile, dann, also Leerzeichen, nicht Leerzeile, dann eine geschweifte Klammer mit Skull Owner, Doppelpunkt, Gänsefüßchen und den Namen von demjenigen, in diesem Fall wäre es mein Name, wieder Gänsefüßchen und geschweifte Klammer zu. Dann soll es kurz ruckeln und dann habt ihr euren Kopf. Und schon haben wir mich selbst angeprangert und ich schäme mich dafür, aber ich hoffe, ich muss mich nicht schämen für dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.